Dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 31. Spieltag in der Regionalliga Nordost und dem Spiel unseres FC Rot-Weiß Erfurt gegen den FSV Luckenwalde. Das Ganze am morgigen Samstag, 13 Uhr, hier im Erfurter Steigerwaldstadion. Herzliches Willkommen allen Zuschauern zu Hause, allen hier anwesenden Pressevertretern und natürlich auch den beiden Herren an meiner Seite, Fabian Gerber, unser Cheftrainer, und unser Stürmer Romario Hairola. Und Fabian, wir starten wie immer erstmal rein mit der personellen Situation für morgen. Genau, und wie immer erstmal hallo in die Runde, hallo an die Endgeräte. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, personelle Situation ist eigentlich fast unverändert. Fast aufgrund des letzten Spiels beim BFC haben wir doch Ayo Adesina, der ja eine Zerrung dort erlitten hatte und ja nach 30 Minuten dann runter musste, konnte natürlich auch die Woche jetzt dementsprechend nicht trainieren. Fabe Schulz nach dem Zusammenstoß mit Eder auch im letzten Spiel passiert, ja, klagt immer noch so ein bisschen über ja, Kopfschmerzen und Lichtempfindlichkeit, also hat eine kleine oder eine leichte Gehirnerschütterung, konnte leider auch noch nicht trainieren, also dementsprechend auch kein Kandidat für morgen. Ja, Lukas Zeller ist jetzt wieder zurück, aber ja, wird auch erstmal wieder ein bisschen ja, herangeführt, aufgebaut. Dementsprechend auch kein Kandidat für morgen. Ansonsten die Jungs, die letzte Woche auch schon eingestiegen sind, machen gute Fortschritte. Also ich rede da von Kajano zum Beispiel, Melli, auch ja, noch dabei, Schwarzi, klar, nach seiner muskulären Geschichte, der auch wieder trainieren konnte. Genau, und Robbie Felsberg mit seinem, nach seinem Wadenbeinbruch macht auch gute Fortschritte. Also es ist, wie gesagt, erfreulich. Müssen wir aber, wie gesagt, gucken bei den Jungs, ob es nochmal reicht diese Saison. Aber sie machen auf jeden Fall einen guten Eindruck und ansonsten die anderen sind soweit an Bord. Ja, dann der Blick auf unseren morgigen Gegner. Wir sind derzeit punktgleich mit dem FSV Luckenwalde. Dürfen wir da auch ein ausgeglichenes Spiel erwarten? Ja, also ich denke schon, dass es ein enges Spiel wird. Aber ich freue mich auf das Spiel. Habe es ja vorher auch schon gesagt, es ist ein gefährlicher Gegner. Auch gerade wir hatten immer unsere Probleme mit Luckenwalde. Ist auch ja, eine ausgeglichene, homogene Mannschaft, muss ich sagen, mit ein paar jungen Spielern dabei, ein paar erfahrenen Spielern dabei. Machen es aber immer wieder sehr gut und stellen den Gegner immer wieder vor größere Probleme. Ne, auch die Top-Mannschaften haben gegen sie auch immer wieder Probleme gehabt in der Vergangenheit, wir auch. Aber natürlich erhoffe ich mir von meiner Mannschaft morgen zu Hause im Heimspiel ja auch ein Stück weit vielleicht diesen Schwung mitzunehmen, den wir dann beim BFC zweite Halbzeit auf den Platz bringen konnten und ja dann auch noch spät den Ausgleich gemacht haben. Hoffe natürlich, dass das ein bisschen ja auch Selbstvertrauen gibt, dass die Jungs einfach auch sehen, ja gegen die Top-Mannschaften in dieser Liga waren wir meistens erfolgreich oder haben wir meistens gute Spiele abgelegt und ja, dass wir an einem bestimmten Tag jeden Gegner in dieser Liga schlagen können. Und ja, das müssen wir einfach jetzt auch mal dann zeigen, auch gegen Gegner wie Luckenwalde, die in unserer Tabellenregion oder wie du gesagt hast, mit uns punktgleich sind, müssen wir es einfach gerade zu Hause, müssen wir diesen Schwung mitnehmen und müssen wir, ja, ausgeglichenes Spiel, ja, aber trotzdem erwarte ich von meiner Mannschaft schon eine Dominanz, ein Übergewicht und natürlich auch, dass wir morgen dann zu Hause 3 Punkte einfahren. Ja, vielen Dank, Romario Dinnemar. Herzlich willkommen. Du hast letzte Woche ein sehr wichtiges Tor geschossen. Wie wichtig war das auch für dich persönlich? You scored a very important goal for our team last week. How important was it for you personally? Hello everyone. Yeah, I can say, like everybody say, it was my first goal in 2024, so it was a little bit late, but better late than never. So yeah, every goal here we score is important for me, for players personally, and for the team also as well. So yeah. Also Romario sagt, das Tor ist natürlich für sowohl für Team als auch für ihn persönlich wichtig. Das erste Tor des Jahres 2024 auch für ihn. Ja, vier Spiele stehen jetzt noch an. Hast du dir da persönliche Ziele gesetzt? We have four games upcoming in this in the rest of the season. Do you have personal goals for those? For me personally, yeah. For me personally, is to help the team as much as I can to score goals, to make assists, and take points. This is important for the last four games.
for me and for the team also. Ja, so Romario sagt, das Wichtigste natürlich dem Team mit großer Arbeit zu helfen, aber natürlich auch als Stürmer mit ja, Toren und auch mit Assists. Dann, liebe Pressevertreter, kommen wir zu euren Fragen. Kurzes Handzeichen und dann kommt das Mikrofon zu euch. Christian Fischer macht den Anfang. Fabian, deine Innenverteidigung fällt dann ja quasi weg. Benluca Moritz war jetzt schon im Kader. Könnte dann morgen vielleicht auch mal in der Startelf stehen oder kommt das noch zu früh? Soll dann noch ein bisschen geschont werden oder vielleicht nur ein Kurzeinsatz? Ja, ist richtig. Klar müssen wir da wieder nachjustieren, wie es oft oder wie immer in der Saison. Können wir wieder nicht mit der gleichen Mannschaft beginnen. Auch gerade die Defensive ist, glaube ich, dieses Jahr, ja, ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie unser ja, großes Problem fällt. Ja, müssen wir gucken. Natürlich, du hast angesprochen, Ben ist seit längerem wieder im Training, war jetzt zweimal im Kader, allerdings jetzt noch ohne Einsatzminute gewesen. Und aufgrund der knappen Spiele auch. Und dann wechselt man ja oft eher dann auch in der Offensive nochmal nach. Ja, müssen wir gucken. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung, dass er vielleicht spielt. Wissen aber, dass er bis jetzt noch keine Minute gespielt hat. Also von da auch einen gewissen Rhythmus fehlt. Ja, Training ist das eine, aber Spiel ist das andere. Und ja, müssen wir dann final nochmal schauen, wie wir diese zwei Spieler, die jetzt ausfallen, hinten dann kompensieren. Dann nochmal eine Frage zu den Verletzten, die du jetzt aufgezählt hast vorhin. Also die fallen für morgen dann auch definitiv aus. Also jetzt auch Till Schwarz, der war ja zwischendurch mal wieder, glaube ich, Training relativ normal und kam dann, hat dann nochmal Probleme gekriegt, glaube ich. Fällt aber auch definitiv aus. Nein, fällt nicht definitiv aus. Müssen wir jetzt auch nochmal schauen. Das sind wir noch in den Gesprächen, müssen wir nochmal gucken. Die Jungs, wie gesagt, haben die Woche oder letzte Woche auch schon angefangen zu trainieren und jetzt diese Woche dann teilweise die anderen dazugestoßen. Ja, sind natürlich nicht bei 100%, ist logisch, das dauert auch ein bisschen. Da sind wir natürlich auch immer im engen Austausch mit ihnen, auch mit dem Doc. Ne, wie groß ist das eventuelle Risiko eines Einsatzes? Macht es dann Sinn, ihn mitzunehmen, von Beginn an spielen zu lassen oder einzuwechseln? Das sind immer so Dinge, die man natürlich dann abwägen muss im Trainerteam mit natürlich den Ärzten oder Physios. Und ja, bei Schwarzi ist es genauso. Also er hat jetzt trainiert die Woche, aber klar, er merkt natürlich, dass er nicht bei 100% ist, dass er zwischendurch dann auch mal in einer Einheit müde ist oder mal Muskelkater hat, wenn man länger nicht trainiert hat, ist normal. Deswegen ja, müssen wir auch da nochmal abwarten, wie er jetzt die Einheit auch heute Morgen noch verkraftet hat und ob er dann morgen dabei ist oder nicht. Romario, you have been injured sometimes in the past few weeks. Now everything is fine. Yeah, true. Now I have no problem. Everything is fine. No injuries. I'm fit for tomorrow. So yeah, everything is fine. Also die Frage war an Romario. Er hat sich ja auch in den letzten Wochen ein bisschen mit kleineren Verletzungen geplagt. Ob es ihm denn gut geht und Romario sagt, das ist auf jeden Fall der Fall und er ist fit. Fabian, noch die Frage, Malcolm Badou, wie weit ist er jetzt eigentlich? Kann er jetzt eigentlich alles im Training mitmachen? Genau, Meli kann, wie die anderen Jungs auch, alles wieder mitmachen. Kaliano auch, erfreulicherweise. Robby hat immer mal so ein bisschen einen Wechsel, ja, weil er auch noch immer Schmerzen hat, was aber normal ist nach der Verletzung. Also hat er mal ein Training, dann gibt es mal wieder einen Tag, wo er individuell trainiert oder ein bisschen kürzer tritt. Melli ist jetzt wieder voll dabei, in Anführungszeichen. Also Anführungszeichen heißt, wir dosieren das Training natürlich auch immer nochmal. Also schmeißen ihn mal rein in die Belastung, dann macht er mal wieder ein Spiel vor Pause oder wechselt sich dann mit Cagliano zum Beispiel ab, ne, dass er ein Spiel spielt, das nächste Pause, das übernächste wieder spielt. Dass wir da natürlich noch diese Belastungssteuerung dabei haben, um die Jungs nicht irgendwie von 0 auf 100 zu schicken. Das sowieso nicht, also jeder Verletzte. Spieler startet hier bei uns erstmal mit Snoopy im Individualtraining und dann, wenn Snoopy und Physios und die Ärzte dann sagen, es sieht gut aus, dann kommen die bei uns ins Mannschaftstraining rein, aber dann auch, wie gesagt, nicht bei 100% gleich, sondern halt dieses Wechselspiel, um da auch kein Risiko einzugehen und sie vernünftig heranzuführen und das ist bei Melli, so wie bei den anderen Spielern jetzt gerade der Fall. Gut, dann sehe ich vorerst keine weiteren Fragen mehr. Dann auch heute wieder großer Dank ans Dubliner Irish Pub, dass wir unsere Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Luckenwalde hier abhalten durften.
Liebe Rot-Weiß, ihr habt es gehört, wir brauchen definitiv morgen eure Unterstützung im Heimspiel. Deshalb kommt zahlreich und unterstützt unsere Jungs. Und in diesem Sinne vielen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz.